im letzten Jahrhundert zwei große Weltkriege. Bis dorthin war das immer so, jedes Land hat versucht, stärker zu werden und auf Kosten der anderen immer mehr Geld zu bekommen. Und die reichen Leute jedes Landes, die überlegen sich, wenn der Krieg mir mehr Geld bringt, als er mich kostet, dann mache ich einen Krieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem wir 50 Millionen Tote hatten, gab es einen amerikanischen Präsidenten im Krieg, der hieß Franklin Roosevelt. Leider Gottes kurz vor Kriegsende gestorben. Und er hat gesagt, wichtiger, dass dieses Gemetzel zu Ende geht, ist, dass wir die Gründe für weitere Kriege beseitigen, damit so ein Wahnsinn nie wieder passiert. Dann ist der gestorben, aber seine Frau hat das dann weitergetrieben und die haben immerhin dazu geführt, dass wir eine Organisation für die ganze Welt gebildet haben, die heißt die UNO. Und die haben eine Erklärung verfasst und das ist das wichtigste Schriftstück der Weltgeschichte. Das ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, müsst ihr unbedingt lesen. Hier steht Folgendes drin. Wir erkennen an, dass wir eine Menschheit sind. Und dass jeder Mensch, egal ob er im armen oder reichen Land ist, ein Recht auf Leben hat. Auf Bildung, auf Arbeit, von der er leben kann, auf Gesundheitsversorgung. Und wir alle haben die Pflicht, das zu organisieren, die Staaten zusammen. Und die wussten schon, dass die Staaten das nicht machen. Und haben deshalb gesagt, die Bürger müssen ihre Regierung kontrollieren, dass das passiert. Und deswegen sage ich euch, das hat auch die deutsche Regierung unterschrieben, alle Regierungen. Und wir können sagen, ihr habt doch versprochen, dass kein Mensch mehr hungert. Dass jeder ein Recht auf Leben hat. Und das können wir nutzen, um langsam eine Politik zu entwickeln, die dem entspricht, und zwar aus Eigeninteresse. Wenn es vielen Leuten schlecht geht, ist immer die Gefahr, dass die, die keine Zukunft sehen, nur glauben, auf Gewalt setzen zu können. Deswegen kümmere dich um deinen Nachbarn, damit du auf Dauer auch selbst im Frieden leben kannst. Das hatte man gelernt damals. Weiter. Hier seht ihr die Menschenrechte. Viele haben noch kein Recht auf Leben, weil sie im Krieg leben. Viele noch kein Recht auf Arbeit. Die machen viele kleine Gelegenheitsjobs und der Mann hat sich schon mit Benzin übergossen. Der wollte sich anzünden. Ich habe jetzt, seit ich das mache, Nachrichtenarbeit in Afrika, dauernd wieder verbrennen sich Menschen selbst, weil sie keinerlei Chancen mehr für ihr Leben sehen. Keine Chancen auf Arbeit, ihre Familie zu... So ging das in Tunesien letztes Jahr los, die Revolte. Noch kein Recht auf Ernährung. Merkt euch, ich habe es euch gesagt, wie viele Kinder sterben in jeder Stunde? Und am Tag? 7.000. Merkt euch das. Ne? Das Recht auf Ernährung haben wir allen zugesagt. Und wenn nicht, es gibt in vielen afrikanischen Ländern noch Diktaturen, da hast du nichts zu melden als kleiner Mann. Da sitzt die reiche Schicht oben, die entscheidet alles und ihr Interesse. Also, da gibt es jetzt Demonstrationen und das Recht auf Asyl, dass ich Schutz finde in anderen Ländern, wenn ich bedroht werde. Weiter. Wir haben eine große Chance der Zusammenarbeit mit Afrika gegen den Klimawandel. Dieser Teil der Wüste Sahara reicht aus, um aus Sonnenenergie den Strom für die ganze Welt herzustellen. Der reicht aus für Europa und der für Deutschland. Und wir haben Kabel, da kannst du das hier rüberbringen und kommt fast genauso viel an, wie hier abgeht. Und hier gibt es ganz windreiche Gegenden. Da rotieren die Windräder das ganze Jahr über, und zwar ganz stark. Willy Brandt, auf den möchte ich euch noch besonders hinweisen. Das ist einer der ganz wenigen deutschen Politiker, der die Menschenrechtserklärung ernst genommen hat. Und der hat eine Gruppe mit Leuten aus der ganzen Welt gewählt, allerdings da war er kein Bundeskanzler mehr, sondern er konnte auf die ganze Welt gucken. Und dann ist er überall hingefahren, hat die Verhungernden gesehen, hat die extreme Armut gesehen, dass die Leute keine Krankenhäuser haben. Und dann kann ich jedem Erwachsenen empfehlen den Nord-Süd-Bericht, den er geschrieben hat. Der war SPD-Vorsitzender, selbst dort hat das keiner gelesen. Und dann kam der zurück und hat gesagt, wie könnt ihr denn Panzer bauen, wenn ihr von einem Panzer auf 1000 Klasseräume bauen könnt? Die Leute haben nämlich gar keine Schulen auf der Welt. Und wie könnt ihr denn Kampfflugzeuge bauen? Für ein Kampfflugzeug kannst du 40.000 Dorfapotheken bauen. Und für das Geld für ein atombetriebenes U-Boot 160 Millionen Kinder in die Schule schicken. Und der Brandt hat uns auch eins gesagt. Verschwendet euer Geld nicht für Waffen, denn das wird euch keinen Frieden bringen. Wenn die Welt so ungerecht bleibt und einen großen Teil der Welt keine Zukunft hat, werden sie am Ende gegen euch Gewalt anwenden. Und wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr Frieden für eure Kinder in der reichen Welt wollt, dann sorgt dafür, dass die anderen ordentlich leben können. Das ist auch für die die beste Friedenspolitik. Das haben wir noch nicht kapiert. Wenn die Leute gegen die Ungerechtigkeit aufstehen, wird immer mehr Militär in die Welt geschickt und es wird trotzdem alles immer unsicherer. Wir befinden uns auf einer schiefen Ebene, die uns abwärts führt, aber wir können die Sache noch rumdrehen. Packen wir es an, bauen wir eine Welt auf für alle, vor allem auch mit den Afrikanern. Dankeschön.